So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier vom See. Ja, der FC Union Heilbronn gegen den SV Leingarten. So beginnt es für die Adler in der Rückrunde. Erstes Punktspiel am See in diesem Jahr. Ja, der Tabellenführer aus Leingarten. Natürlich gleich mal ein richtiger Gegner für die nagelneue Adlermannschaft aus Heilbronn. Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, ihre Apotheken-Weiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, Drive Elegance Premium Autopflege, eine Marke der JZ Garage, Fußball im BW und Johnny's Sportbar Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, und wie zu erwarten machte der Tabellenführer auch gleich Druck aufs Tor des FC Union Heilbronn. Schön durchgesetzt, jetzt im Strafraum. Ja, muss er nochmal raus, dann aus der Drehung abgezogen. Und Aaron Bones, der neue Torwart des FC Union Heilbronn, pariert das erste Mal am heutigen Tag. Weiter geht's in der siebten Minute wieder mit den Leingartnern. Mal richtig abgezogen aus 16 Metern. Aber noch knapp übers Tor. Kurz drauf wieder der SVL. Dominik Rieker setzt sich hier durch. Yannick Titzmann jetzt im Tor des SV Leingarten, erzielt gleich sein erstes Punktspiel-Tor für den Tabellenführer. Ja, den haben sie ganz sträflich alleine gelassen. Sollte man bei einem Yannick Titzmann nicht tun. Und so steht es in der 10. Minute bereits 0:1. Weiter geht's, 14. Minute, wieder der SV Leingarten mit Dennis Feierabend, Yannick Titzmann. Und dann der Abschluss von Tobias Jock, aber in die Arme von Aaron Bones. 20. Minute, immer nur die Blauen im Vorwärtsgang. Bisher vom FC Union Heilbronn nicht viel zu sehen. Wieder Dominik Rieker, Yannick Titzmann zieht direkt ab, aber ans Außennetz. Ja, gleiche Bild auch in der 23. Da verpasst ein Adler das Ding und Robin Guldi prüft erneut Aaron Bones. Ja, muss man sagen, sehr guter Keeper bisher im Tor der Adler. Dann aber auch mal die Heilbronner mit der sehr guten Möglichkeit eigentlich für Leodrim Quarry. Zieht aber nicht ab und dann gut gemacht von dem Abwehrmann des SVL. Hätte er vielleicht hier direkt nehmen sollen. Und hier den Ausgleich erzielen. Ja, dann eine Situation, kommt ein Leingartner zu Fall und der Schiedsrichter gibt Rot gegen Leonardo Olivieri. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Zweikampf hier mit Yannick Titzmann und dann tritt Olivieri nach. Schiedsrichter sieht es und gibt die rote Karte. Ja, muss ich sagen, kann man geben. Blöde Aktion und somit der FCU nur noch mit 10 Mann. Der anschließende Freistoß von Dominik Rieker. Gute Möglichkeit, aber übers Tor. Ja, rote Karte in der 28. Minute. Das schmeißt so einen ganzen Plan der Vorbereitung über den Haufen. Aber schauen wir, wie der FC Union reagiert. Auf jeden Fall geht es mal wieder Richtung Strafraum mit Michael Gut. Aber man macht nichts draus. Dann in der 39. wieder der FC Union. Quarry, kann er sich hier durchsetzen? Nein, er nicht. Aber Chennai, was macht er? Anstatt draufzuballern, das Ding einzunetzen, versucht er hier den Lupfer. Irgendwie gestern wahrscheinlich Neymar bei Barcelona angeschaut. Ja, andere Klasse, hätte man einfach draufhauen müssen. So wie es Leingarten hier mit Rieker versucht. Aber auch der am Tor vorbei. Ja, und dann nochmal hier Chennai, dieses Mal Dardan, Riesenpatzer und Leingarten geht gleich wieder nach vorne. Yannick Titzmann hält den Fuß hin und macht den Doppelpack klar noch vor der Halbzeit. 0:2 jetzt gegen die Adler, 2:0 Führung für den SV Leingarten. Ja, spielen sie einfach clever, nutzen diesen Patzer von Chennai aus und netzen hier das Ding ein. Und das war's auch in der ersten Halbzeit. Gehen wir gleich mal rein in die zweite. Die beginnt mit einem Eckball der Heilbronner. Kandem Mabu und dann in der Mitte Leodrim Quarry machen den Anschlusstreffer. Das 1:2 direkt nach der Pause. Denken wir dran, der FC Union Heilbronn mittlerweile seit über 20 Minuten
nur noch mit 10 Mann, schaffen es aber hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Ja, vielleicht geht ja doch noch was hier am See für den FC Union Heilbronn. Gori peitscht auf jeden Fall mal die Leute nach vorne. 53 Minuten Abschlag vom Tor des FC Union. Ja, was ist denn das? Ballbesitz an SV Leingarten. Und wer ist da? Natürlich Yannick Tietzmann, sein dritter Treffer am heutigen Tag. Ja, das war so ein richtiger Ausfall von Arion Bonis. So macht man es den Leingartnern absolut leicht. Und zwei Treffer, kann man sagen, hätte man sich auch gleich selbst reinschieben können. Zwei ganz dumme Fehler und es steht hier 1:3. Ja, gute Stunde noch zu spielen. Wieder langer Ball nach vorne und wieder Yannick Tietzmann. Dieses Mal verzieht er. Vielen Dank dafür. Deswegen nur 1:3 jetzt. Geht noch was bei den Adlern? Eine halbe Stunde haben sie ja noch Zeit. Quarry. Dann kommt der Ball zum eingewechselten Dennis Zenay. Aber der zieht auch einiges am Tor vorbei. Dann diese Szene. Ja, Hagel bereits gelb verwandt. Geht hier klein ein bisschen dumm ran und klare Sache. Gelb-rote Karte für ihn. 10 gegen 10 geht's weiter. Und wie gesagt, noch 25 Minuten zu spielen hier am See. Die 72. wieder mal der FC Union Heilbronn. Schön gemacht hier. Chennai. Dadan Chennai war das. Und dann nachgesetzt, aber aus ja, schwieriger Situation am Tor vorbei. Aber auf jeden Fall der FC Union Heilbronn jetzt hier in der zweiten Halbzeit etwas stärker. Setzen auch hier nochmal nach. Dieses Mal Glatz bei Dardain Chennai mit dem Trick schön gemacht. Aber was soll man jetzt machen? Schussversuch von Denis Zenay aus gut 20 Meter. Aber halt kommt nur ein Schüsschen bei raus. Viertelstunde noch und nochmal der SVL. Der Ball eigentlich wieder sicher beim FC Union. Rieker schiebt rein, Robin Guldi schließt ab 1:4. Und das nächste Tor, wo man sagen muss, ja, das hätte nicht sein müssen. Aber ja, so ist es halt nachher Vorbereitung. Man nimmt sich viel vor, dann der nächste Fehler. Und Robin Guldi nutzt es natürlich aus und bringt seine Leingartner hier mit 1:4 in Führung. So etwas wie die Vorentscheidung. 11 Minuten vor Schluss. Dennis Zenay, herrlicher Freistoß, schön rumgezirkelt um die Mauer und direkt am Pfosten unten rein. Keine Chance für den Keeper Fabian Mitsch und nur noch 2:4. Ja, wie gesagt, 11 Minuten sind es noch. Wer weiß, geht noch was. Ja, aber jetzt sind es nur noch 5. Oder 3,5 eigentlich nur noch. Und wieder der SV Leingarten. Robin Guldi nochmal. Glaube ich war es, ja. Aber der... Ja, da haben wir noch einen für den SV Leingarten. Schön durchlaufen lassen auf den eingewechselten Tim Noah Schmidt und dann Rieker mit der Riesenmöglichkeit, aber da hat Bonis wieder gut aufgepasst und so bleibt es beim 2:4. Hier noch die letzte Möglichkeit in diesem Spiel, nochmal für Robin Guldi vom SV Leingarten. Bonis pariert erneut und das war's dann. Mit 2:4 unterliegt der FC Union dem SV Leingarten, die natürlich ihre Tabellenführung behalten. Ja, und wir haben noch zwei Leute im Interview. So, bei mir hier Yannick Tietzmann vom SV Leingarten. Ja, Yannick, erstmal Glückwunsch zum 2:4-Sieg und deine drei Tore. Ja, wie ist dir die Umstellung gefallen von Neckarsulm Oberliga jetzt wieder zurück zum SV Leingarten in Bezirksliga? Ja, als erstes Mal liegt ja die Position ganz anders. Jetzt darf ich wieder vorne im Sturm spielen. In Neckarsulm habe ich eher auf der Außenbahn gespielt. Und das bin ich gewohnt gewesen in Leingarten. Und ich denke, das ist mir heute auch wieder ganz gut gelungen. Die Umstellung von Neckarsulm nach Leingarten ist ja allein schon an sich der Liga-Unterschied. Ja, da wird ein bisschen gemütlicher gespielt, ein bisschen ruhiger. Deswegen war es ganz okay für das erste Spiel jetzt heute. Ja, wie viele Tore hast du denn jetzt so als Ziel gesetzt, in der Rückrunde noch zu machen? Ich habe mir keine Zahl gesetzt, es kommt, wie es kommt. Wir wollen aufsteigen. Das ist das primäre Ziel. Und wenn andere Tore schießen und wir einzeln gewinnen, ist es genauso gut in Ordnung. Alles klar, ja, ein bisschen was zum Spiel. Was habt ihr heute besser gemacht als vergangene Woche im Pokal? Naja, zum ersten Mal haben wir auf dem Rasen gespielt, nicht auf dem Kunstrasen. Der Platz ist größer. In Abstadt war der Platz einfach klein und wir haben das Spiel in Abstadt nicht so angenommen wie heute.
liegt vielleicht ein bisschen am Kopf, ja, weil heute einfach ein anderer Gegner auf uns zukommen ist. Da ist jeder ein bisschen motivierter. Und deswegen ist es heute uns besser gelungen als vergangene Woche in Abstadt. Alles klar, super, dankeschön. Viele schön. So, bei mir hier Benny Kotzis vom FC Union Heilbronn, der neue Trainer. Ja, Benny, sag ein bisschen was zum Spiel. Inwiefern hat die Mannschaft das umgesetzt, was du von ihr erwartet hast? Und wie hat dir die Einstellung gefallen zum Spiel heute? Ja, erstes Rückrundenspiel. Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Uns war bewusst, dass hier der Tabellenführer herkommt, dass er uns alles abverlangt. Das, was wir uns vorgenommen haben, in die Räume spielen, aggressives Anlaufen, war in der ersten Halbzeit gar nicht da. Wir sind meistens ein, zwei Meter zu spät gekommen. Zwei Kämpfe haben selten stattgefunden. Dementsprechend auch das 1-0, wo wir körperlos verteidigen und dann auch das 1-0 kriegen. Dann rote Karte. Ich habe aber die rote Karte leider nicht gesehen. Warum, weshalb, wieso? Schiedsrichter sagt nachschlagen, wenn so ist, dann war es so. Hat uns dann zusätzlich geschwächt. Dann haben wir eigentlich stabiler verteidigt. Große Chancen waren nicht mehr da und dann kurz vor der Halbzeit 2-0, das war natürlich ein Genickschlag. Haben dann in der Halbzeit nochmal alles angesprochen, dass hier mehr Engagement gefordert ist. Ich finde, die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit haben wir das auch gezeigt. Haben wir den Anschlusstreffer gemacht, sind gut rausgekommen und dann durch einen Interwelle-Fehler 3-1 im Rückstand. Ja, dann war das Spiel gelaufen. Aber was mir gar nicht gefallen hat, ist einfach die Laufleistung, die Aggressivität in den Zweikämpfen, die war zu wenig. Und ich finde, wir haben es Leingarten zu leicht gemacht, hier 3 Punkte zu entführen. Ja, wirklich schon wegen angefressen, sage ich jetzt mal. Wie sieht die nächste Trainingswoche jetzt aus? Dem Spiel gegen Wimpfe, Tabellennachbar, durchaus wichtiges Spiel. Ja gut, wir werden das Spiel am Dienstag nochmal aufarbeiten, was uns nicht gefallen hat, wo wir ansetzen müssen. Ja, ich bin angefressen. Ich sag mal, ich kann verlieren. Ich bin ein fairer Verlierer, wenn wir alles raushauen. Aber ich bin mega angefressen, wenn man sich nicht an den Matchplan hält. Wenn man Dinge nicht umsetzt, die wir oder versucht umzusetzen, die wir ansprechen, dann bin ich angefressen, klar. Und das muss im Wimpfen ganz klar anders werden. Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank.